Herzlich willkommen auch heute zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Du bist wertvoll in Gottes Augen. Weißt du das? Er hat dich geschaffen und du bist ihm wichtig. Deshalb möchte er dir helfen und er lässt dich nicht im Stich, wenn du zu ihm kommst. Hoffnung um 12, wir wollen dich heute ermutigen. Heute ein Thema: Kann ich leben, wie ich will? Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Kann ich leben, wie ich will? Ja, wir sehen da im Psalm 143, Vers 10. Da heißt es: Lehre mich so zu leben, wie du willst. Denn du bist mein Gott, führe mich durch deinen guten Geist, dann kann ich ungehindert meinen Weg gehen. Das ist eine ganz interessante Bibelstelle. Lehre mich zu leben, wie du willst. Wir meinen oftmals zu wissen, wie Gott will, wie wir leben. Ja, da gibt es die 10 Gebote, da gibt es das und jenes. Und was wir so in der Vergangenheit gelernt haben, vielleicht auch von unseren Eltern, was wir irgendwo in der Kirche gesehen haben. Aber das ist nicht unbedingt, lebe so, wie Gott es will. Das heißt, wir müssen belehrbar bleiben. Weil in dieser Zeit ist es ein anderes Leben wie vielleicht vor 10 Jahren. Der Gott ist dasselbe, selbstverständlich. Aber wir haben so einiges anders zu machen. Und so manche religiöse Leute, die sagen, Gott hat mir damals das so gezeigt und das ist so. Das hat Mose auch gesagt. Ja, ich schlage den Felsen und ich schlage ihn wieder. Und das war aber nicht so. Gott wollte, dass er dann mit dem Felsen redet. So ist es wichtig, dass wir in dieser Zeit belehrbar bleiben von Gott. Und dann leitet uns der Heilige Geist, heißt es hier. Und dann können wir ungehindert meinen Weg, unseren Weg gehen. Für mich war das immer ein Fehler in der Bibel. Ja, ungehindert meinen Weg gehen. Ja, wir predigen, geh nicht deinen Weg, geh Gottes Weg. Aber mein Weg ist genau Gottes Weg, wenn wir uns von ihm belehren lassen und zeigen lassen, wie wir vorwärts gehen sollen. Und ich sage dir, sei belehrbar, sei wirklich empfangsbereit, von Gott zu empfangen, wie du heute leben sollst. Und dann wird er wunderbar mit dir sein. Ich danke dir, Herr, dass du der Herr bist, der uns lehrt. Ich danke dir, Herr, wie es im Psalm hier heißt, lehre mich so zu leben. Und danke, Herr, lass uns wirklich in dieser Demut das auch vor dich bringen. Lehre uns zu leben, Herr, wie du es für richtig hältst, wie du es magst. Und dann bist du volle Kanne mit uns. Danke, Herr. Amen. Amen. Wir möchten euch ermutigen mit Zeugnissen, was Gott alles getan hat. Aber zuerst möchten wir beten für Anliegen, die Menschen uns geschickt haben. Und eine Frau hat Schmerzen und bittet um Gebet. Sie schreibt: Bitte betet für mein rechtes Bein, sowohl die Hüfte als auch das Knie schmerzen. Ich habe auch Schmerzen in meinen Handgelenken und den Fingergelenken. Danke. Und Jesus, wir danken dir, dass du diese Frau kennst, die so Schmerzen hat in ihren Gelenken, in den Beinen und in den Füßen, Knöcheln, Handgelenk, Finger. Danke, Jesus, dass du sie berührst, dass diese Gelenke durchströmt, durchspült werden mit deinem heiligen Blut. Und wir danken dir, dass du der Herr bist, auch über ihrem ganzen Leben. Danke, Jesus, dass sie Heilung erfahren darf, so wie es in deinem Wort steht, und dass sie frei ist von jeglichem Schmerz in jeglichem Gelenk. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und folgendes Gebetsanliegen erreichte uns per E-Mail. Liebes Gebetsteam, benötige wieder mal eure Gebetsunterstützung um Heilung. Bei mir wurde eine Borreliose diagnostiziert. Ich habe sehr starke Schmerzen im Ellbogenbereich, der kaum erträglich ist und einen Schlaf unmöglich macht, trotz Schmerzmittel und Antibiotika. Und Jesus, ich danke dir, dass du auch diese Borreliose weißt und dass du größer bist und Kraft hast auch über diese Borreliose. Und ich danke dir, dass sie entmachtet ist durch dein heilendes Blut. Danke, Jesus, dass du der Herr bist und dass du sie durchströmst. Danke, Jesus, für die Heilung, die sie erleben darf. Danke, Jesus, dass du der Herr bist und dass du da wirklich kommst und
ja, wiederherstellst in deine göttliche Schöpfungsordnung, dass nichts mehr Platz hat, was nicht von dir ist. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen, wenn du Gebetshilfe brauchst. Wir beten gerne für dich und die Infos sind eingeblendet. Ein Gebetsanliegen für eine Mutter. Die Tochter schreibt: Meine Mama ist an Brustkrebs erkrankt. Betet für sie, dass sie eine günstige Prognose hat. Sie hat ihr bisheriges Leben den Kranken geopfert, hart gearbeitet und sich selbst in die letzte Reihe gestellt. Wir flehen darum, dass sie geheilt wird. Danke, Herr, dass du sie in die erste Reihe stellst, Herr. Denn bei dir ist jeder der Wichtigste. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du auch wunderbar diesen Brustkrebs besiegt hast im Namen Jesu. Und ich danke dir dafür, dass er weichen muss, dass wir diesem Brustkrebs gebieten, im Namen Jesu zu weichen. Und ich danke dir dafür, Herr, für komplette Heilung. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Und folgendes Gebetsanliegen schreibt uns eine Frau. Nun bitte ich euch um Gebet für mich, für Nieren und Blase, Harnröhrenentzündung, Wundsein mit immer wieder etwas Blut dabei. Betet auch mit, dass mein Blutdruck sich normalisiert, der durch den Stress in letzter Zeit so schnell nach oben geht. Wir glauben und vertrauen darauf, dass Gott der Herr unser Arzt ist. Eure Gebetsunterstützung stärkt uns den Rücken, dass wir dranbleiben und durchhalten. Wir sind euch sehr dankbar, dass ihr mit uns betet. Ja, das tun wir gerne und du kannst auch immer auch gerne dein Anliegen schreiben. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du das Wunder tust. Herr, du siehst diesen Glauben, Herr, und ich danke dir dafür. Herr, komm mit deiner, Herr, innerlichen Ruhe, Herr, mit deinem Frieden in diese Person hinein, Herr, dass die ganze Blase, Niere, Herr, Blutdruck, alles wieder in seine Ordnung kommt und wieder funktioniert, wie du es bei der Schöpfung vorgesehen hast. Ich danke dir dafür, dass du Großartiges tust, dass du der Heiler bist. Amen. Amen. Und wie wunderbar. Eben hatten wir ein Gebetsanliegen wegen einer Blasenentzündung. Und hier schreibt eine Frau ein Zeugnis. Kurz und bündig. Danke für ihr Gebet. Die Blase ist wieder in Ordnung. Danke, Jesus. Und das, was Jesus an dieser Frau getan hat, kann er auch bei dir immer wieder tun. Und per WhatsApp schrieb uns eine Frau folgendes Zeugnis. Möchte euch mitteilen, dass mein Mann seit einigen Wochen sehr gute Blutzuckerwerte hat und an manchen Tagen kein Insulin zu seinen Mahlzeiten spritzen muss. Wie wunderbar, was für eine Gebetserhörung. Und ein weiteres Zeugnis über WhatsApp. Eine Frau schreibt, vielen Dank, dass ihr für meine Mutter gebetet habt. Ihrem kranken Auge, sie hat Glaukom, geht es besser und sie kann wieder lesen und fernsehen. Außerdem hatte sie starke Nervenschmerzen durch fehlende Bandscheiben und konnte kaum noch laufen. Auch hier hat der Herr Jesus geholfen. Sie kann wieder ohne Schmerzen laufen. Es ist ein Wunder. Preis dem Herrn. Wie wunderbar. Ja, Gott tut wirklich Wunder. Und noch ein Gebetsanliegen für ihre Tochter wurde erhört. Sie schreibt von einer neuen Arbeitsstelle. Ich hatte mich vor einiger Zeit an euch gewandt mit der Bitte um Gebetsunterstützung für eine Arbeitsstelle für meine Tochter. Danke dem Herrn, er ist gut. Er hat uns erhört. Sie darf nun nach 1,5 Jahren Arbeitslosigkeit wieder arbeiten. Danke für eure Fürbitte. Ja, und Gott ist auch ein Gott der Versorgung und wie wunderbar, wenn man so lange sucht, was für eine Erleichterung. Und noch eine Arbeitsstelle wurde geschenkt und hier ging es ganz schnell. Das Gebetsanliegen, das ich an euch gerichtet habe, wurde schnell erhört. Innerhalb von 6 Wochen habe ich eine neue Arbeitsstelle bekommen. Die Aufgaben sind vielseitig. Das Betriebsklima ist gut und der Chef ist eine umsichtige und weise Person. Danke nochmals für die Gebete. Und Gott hat seinen Zeitplan. Manchmal dauert es etwas länger und manchmal geht es ganz schnell. Ja, Gott hat seinen Zeitplan und das Schnelle haben wir natürlich viel, viel lieber, aber manchmal müssen wir auch etwas Geduld haben.
Hast auch du was erlebt? Lass es uns wissen. Schreibe uns an die eingeblendeten Verbindungsdaten. Ja, wir haben es vom Belehren gehabt. Wir belehren gerne Leute, aber bist du belehrbar wirklich? Hörst du von Gott oder weißt du schon im Voraus, wie er das will, weil du es schon Jahrzehnte gemacht hast? Ich glaube, wir müssen uns da wieder wirklich öffnen. Belehrbar sein von Gott für Veränderungen, die genau in diese Zeit reinpassen, wo er wirklich der Gleiche ist, aber in seiner Kraft dir helfen kann. Sei wirklich belehrbar. Tu das mal vor Gott bewegen und sage: Danke, Herr, dass ich mich wieder öffne für dich, für Neues. Ja, und wenn du Gebetshilfe brauchst, lass es uns wissen. Schreib uns oder ruf an, heute bis 13 Uhr. Ja, wir sind schon wieder am Ende angelangt und ich möchte dich einladen, nächsten Sonntag wieder live mit dabei zu sein, 10 Uhr im Gottesdienst. Schalte ein über YouTube oder geh auf unsere Webseite, da wirst du direkt in den Livestream durchgeleitet. Und wir freuen uns, dich bald wieder zu sehen oder zu hören. Alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.